Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Stadionvlog hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute sind wir bei der Partie Borussia Dortmund gegen FC Köln, Leute. Gegen die Kölner, übrigens Fanfreundschaft an beiden Mannschaften. Und ja, es wird sehr, sehr nice. Lasst jetzt gerne schon mal einen fetten Daumen nach oben da, kostenlos Abo. Sorry, dass alles andere nochmal heute ein bisschen kurz ausfällt, denn ich komme jetzt gerade direkt von der Partie Bochum ja, gegen RB Leipzig. Stadionvlog schon online, wenn ihr das seht, könnt ihr gerne abchecken. Da hinten ist schon das Stadion, wir haben noch genau 10 Minuten Zeit mit dem Spiel. Wir müssen uns jetzt richtig beeilen, Leute, denn ihr wisst, versprochen habe, jetzt mache ich immer Sport. Und das ist alle Menschen durchgesagt, ich bin so mal einmal so gelaufen, Leute. So, let's go, hier müssen wir jetzt runter. Erster Blick ins Stadion gleich, wird geil, ich habe richtig Sport, ich hoffe ihr auch. Oha, wir haben Tokio, die Kölner. Wir haben so geile Plätze, hier zweite Reihe sitzen wir. Oh mein Gott. 100 Euro das Ticket gekostet. So, ich würde gerne. So geile Plätze hier. Da wird erstmal gezündet jetzt. Eure Meinung zu Pyro. Der Hinweis für Technik im Stadion ist verboten. Bitte unterlasst das Zünden von Pyrotechnik. Vielen Dank. Direkt hier am Spielfeld dran sitzt. Das Spiel ist so schnell. Also man sieht das jetzt einfach erst so. Im Fernsehen kommt das gar nicht so rüber, sag ich euch. Also Support, auch der Fans von Köln, muss man sagen, ist krass hier. Also ist echt gar nicht zu vergleichen. Vorhin haben wir ja Leipzig gesehen zum Beispiel. Da liegen da Welten zwischen, sag ich euch. Gut, ist auch ein bisschen weiter, aber trotzdem. 12 Minuten gespielt und no joke, es qualmt und brennt die ganze Zeit durchgehend im Köln-Block. Steht für Dortmund komplett in Ordnung. Sie spielen die ganze Zeit Vollgas-Fußball. Also sie haben sofort, seit Anfang an haben sie darauf gedrückt. Sehr schön und ja, ich bin gespannt, wie sie weitergehen. Also auch auf den Rängen. Geisteskranke Stimmung. Sie drücken direkt auf das Nächste. Das war auch der Fehler, den sie in der Vergangenheit gemacht haben, dass sie einfach aufgehört haben, Fußball zu spielen, nachdem sie die Tore gemacht haben. Letzte Woche auch Schalke ja genau selber, aber jetzt versuchen sie es besser zu machen. Ich gönne es auf jeden Fall dem Jungen, dass er das Tor gemacht hat. So eine schwere Zeit hat er gehabt. Dortmund hat genau das gemacht, was ich gerade gesagt habe, was in der Vergangenheit nicht gemacht haben. Sehr stark. Und wir sind direkt auf das Zweite gedrückt. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ah, die Kölner werden mutiger. Boah. Riesenglück. Rein, komm. Da wird Elfmeter reklamiert. Und wir alle sind auch das jetzt geprüft, ob das Elfmeter ist. Schreibt in die Kommentare, was ist eure Meinung zum VR? Ecke, gibt kein Elfer. Boah, sehr gut, der da durch. Oh, sehr stark gespielt. Boah, Glanzparade. Wer ist noch? Reus. Tor!
3:0, 33 Minuten. Köln macht es so einfach. Die haben davor schon eine Minute und konnten die da im Strafraum spielen. Aber super schönes Tor von Reus, muss man sagen. Echt. 4:0. Das geht jetzt schneller als beim Haare waschen. Langsam. Also die Kölner kriegen den ganzen Frust ab von Dortmund. Die lassen nicht nach. Die spielen nicht mal wirklich sehr schlecht. Ist natürlich nicht gut, aber es ist einfach krass. Steht. War schlecht verteidigt von Dortmund, muss man sagen. Rechte Seite hätten sie besser verteidigen müssen, aber das ist natürlich jetzt über das mittelfristige Ergebnis. Ne? Dortmund gibt direkt wieder Gas. Was soll eure Meinung zum Pyro? Schreibt mal in die Kommentare gerne. So, freie Situation. Dortmund, sehr gute 45. Boah, der war gefährlich. Nachspielzeit beträgt 2 Minuten. Aber jetzt erstmal nochmal Köln. Halbzeit in Dortmund steht 4:1. Müssen wir erstmal runterkommen. Das war ja unfassbar, was da abgerissen wurde. Also auf den Rängen ultra krass, beide Fanlager fand ich. Aber auf dem Platz, das war mindestens genauso gut. Die Dortmunder sind so stark heute. Also wirklich. Das muss ich sagen. Chapeau Dortmund. Ich glaube nicht, dass Köln das noch reißen wird. Allein sind sie jetzt auf Platz 1 der Tabelle, wenigstens bis morgen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Was meint ihr? Wie fand ihr die erste Halbzeit? So, zweite Halbzeit geht weiter. Bitte noch eine Aufforderung, das Zentrum Pyrotechnik zu unterlassen. Vielen Dank. Können wir doch erzählen, was ihr wollt, aber das kann doch nicht gesund sein, wenn du 50 Minuten dauerhaft im Rauch und Pyro bist. Das sieht ja geil aus, aber das ist doch nicht gesund, oder was ist eure Meinung dazu? Jetzt gleich mal Kölle. Die sind so gallig, die Dortmunder, also die fressen die quasi auf. Guckt euch das mal an, allein wie die kämpfen. Ball ist freigegeben, Hector. Schade.
5:1 stehst. Die Dortmunder lachen sich ins Fäustchen, wenn die sehen, wie die Leipziger gespielt haben gegen Bochum. Freistoß sehr schön getreten und dann einfach Glück gehabt mit dem Lattenschuss und dann abgestaubt, Tor. Ich gönn's ihm, dass er das Zweite gemacht hat heute. Das ist pure Zerstörung, ey. Das ist so krass, was die einfach mit Köln machen. Die lassen einfach nicht nach. Köln zerfällt echt in alle Einzelteile, muss man sagen. Reus, 150. Tor, Glückwunsch schon mal an dieser Stelle. Das ist ja Wahnsinn, was die heute hier abbrennen. Das Spiel ist vorbei. Also Edin Terzic hat auf jeden Fall die richtigen Worte gefunden. Es war eine ganz andere Mannschaft als letzte Woche in Gelsenkirchen. Unfassbar krass, was die da abgerissen haben auf dem Platz. Glückwunsch auf jeden Fall an Dortmund. War verdientes Spiel. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Stadion-Vlog. Wenn euch gefallen hat, lasst einen fetten Daumen oben da, kostenloses Abo. Dankeschön, Leute. Ciao, Kakao, tschüss.